Sarah-Lee, ich weiß, es ist schon ein Augenblick her, seit Frisk und ich im königlichen Garten Blumen gepflückt haben. Aber irgendetwas scheint am Schloss anders zu sein. Du hast recht. Es ist schon eine Weile her, seit Point und ich durch diese Regenbogenfelder getanzt sind. Ich würde sogar sagen, ganz viele Dinge scheinen anders zu sein, Sabrina. Ein königliches Willkommen, Sabrina Fox und Sally Swan. Seit wann sieht es denn hier so aus? Das wollten wir dich auch fragen. Aber weißt du, woran mich das erinnert? Als wir unsere ersten Zauberkräfte bekamen und alle Tierfreunde ihre Farben verloren haben. Das ist nicht lustig. Ihr wart alle unsichtbar. Wingly, wo bist du? Sunrise, hallo? Wo sind sie nur? Sie kommen sicher bald zurück, oder? Ich wette, Roast, Whisk und Steam benutzen gerade die Regenbögen als Rutschen. Denn sie spielen immer, wenn sie nervös sind. Meine Tierfreundin versteckt sich normalerweise. Glide? Glide? Ich will ja niemanden erschrecken, aber ich fange an zu denken, dass wir die Königinninsel irgendwie, naja, ihr wisst schon, kaputt gemacht haben. Das liegt daran, dass es so ist. Gut, dass ihr alle hier seid. Ja, es sind so viele Dinge passiert. Zuallererst da... Bitte die Erde? Ja, wie hast du... Dann sind die Farben verschwunden, das Regenbogenportal ist explodiert und... Ja, ja, genau so war's. Und... Und jetzt könnt ihr eure Tierfreunde nicht mehr sehen, aber immer noch hören? Aber woher weißt du... Weil es schon mal passiert ist. Und zwar uns. Was? Als wir unsere Zauberkräfte bekamen, waren wir ein wenig, sagen wir, überdreht. Wir haben es leider etwas übertrieben und haben die Zauberkräfte nicht immer nur zum Besten eingesetzt. Dann erzählt uns doch mal, was ihr gemacht habt, bevor das passiert ist. Also, ich habe meine Zauberkräfte eingesetzt, um Blumen zu pflücken, damit ich mich nicht an den Dornen steche. Und ich meine, um schwere Sachen aus der königlichen Kutsche zu heben. Ich meine, wirklich dringend musste das nicht sein. Diana, und was ist mit dir? Diana! Ich habe eine Gitarre verzaubert, damit sie für mich spielt. Oh, wenn du deine Zauberkräfte zu sehr nutzt, entziehst du der Königinneninsel ihre Magie. Sie sind eine große Gabe und wir sollten sie schätzen. Wie alles andere um uns herum. Wie Königin Daviana uns schon sagte, es geht um ein gesundes Gleichgewicht. Oh! Eben, sie zeigte uns, wie man jedes Problem löst. Und... Sollen wir es anpacken, Mädels? Wow, wir haben es geschafft! Das passiert also, wenn wir uns gegenseitig mit unseren Zauberkräften helfen. Niemals erwartet und schon gar nicht am Tag, an dem ihr eure Zauberkräfte erhaltet. Der königliche Spiegel ist kein Partyportal. Wer ist zuerst durchgegangen? Der Verdächtige hat gestanden. Was haltet ihr von dem Angeklagten? Das reicht, Spring. Crystal, Piola, es tut uns leid, aber wir stecken in großen Schwierigkeiten. Königin Daviana und Cressy sind einfach spurlos verschwunden. Aber seit wann denn? Seit der Zauberzeremonie. Als wir den königlichen Thronsaal betreten haben, war die Königin... einfach weg. Das ergibt aber nicht viel Sinn. Komisch. Ja, sehr, sehr komisch. Sind die beiden sonst auch immer so merkwürdig? Nein, normalerweise sind die ziemlich cool. Übrigens, meiner Meinung nach... hat sich Königin Daviana gestern ziemlich seltsam verhalten. Seltsam? Oh, erzähl! Sie hat mir den hier gegeben. Oh. Oh. Ja, was hat das nur zu bedeuten? Ist doch offensichtlich, dieser Stein kommt aus dem Inneren der Regenbogenkuppel. Vielleicht hält sich dort die Königin auf. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden.
Das ist eine tolle Idee. Nimm den Kristall und geh sofort hin. Piola und ich bereiten die Kutsche vor und treffen euch dann dort. Hey, Auszeit! Nur weil die Königin dir einen Kristall aus der Regenbogenkuppel geschickt hat, heißt das nicht, dass sie dort ist. Aber das ist die einzige Spur, die wir haben. Dann gehen Maura und Paulina allein dorthin. Der Rest von uns sollte erstmal den Ort des Verschwindens unter die Lupe nehmen. Dieses Schloss hier. Also gut, wenn du meinst, das halte ich für vernünftig. Gut, wir sind im Nu wieder zurück. Vielleicht in 2 Nus. Oder höchstens 3. Und wenn wir in 4 Nus nicht wieder da sind, dann zünden wir eine Leuchtrakete. Oh, dürfen Spitz und ich auch mit? Wir wollen auch herausfinden, wie man Kuppeln aus Regenbögen bauen kann. Brie, ich bin sicher, das wird dir gefallen. Also, ihr beiden, wo sollen wir suchen? Ich sehe hier keine coolen Flaggen. Was sagst du, Roast? Ich glaub's nicht, dass wir nur noch einen Edelstein davon entfernt sind, unsere Zauberkräfte von Königin Daviana zu bekommen. Sobald wir mit dieser Schnitzeljagd fertig sind, werden wir bei der königlichen Zauberzeremonie tanzen. Also Leute, konzentrieren wir uns. Wir müssen jetzt entweder die leuchtenden Luftballons, die Mohnblumen oder die Flaggen finden, um die Aufgabe zu erfüllen. Wir haben bisher aber noch gar nichts. Ich hoffe, die anderen machen sich besser als wir. Also, Sunrise, welche dieser Blumen ist denn jetzt eine Prinzessinnen-Mohnblume? Oh, also ich sehe hier keine. Ich hoffe, dass die anderen Mädchen mehr Glück als wir haben. Oh, ich glaube, wir sind ganz kurz davor, etwas zu finden, Wingly. Meinst du nicht? Nein, okay. Oh nein, uns läuft die Zeit davon. Entschuldigung, es tut uns leid. Wir haben in der Garderobe der Königin nichts gefunden. Keine Sorge, Paulina. Ich habe auch keine Prinzessinnen-Mohnblume im Geheimgarten gefunden. Und die Regenbogenkuppel war nur mit Regenbögen gefüllt. Da gab es keine einzige Flagge. Ein Moment. Seht ihr, was ich sehe? Whisk, das ist deine Aufgabe. Ich hätte schwören können, dass die Flagge noch nicht da war, als wir sie vorhin gesucht haben. Warte mal. Denkst du gerade das, was ich denke? Du meinst, dass die Dinge, die wir auf unserer Schnitzeljagd finden müssen, immer nur dann erscheinen, wenn wir alle zusammenarbeiten? Eigentlich dachte ich an einen Keks. Aber das ist eine tolle Idee. Flagge, die Prinzessinnen-Mohnblumen, die leuchtenden Luftballons. Das bedeutet, wir haben die Aufgabe gelöst. Und zwar als Team. Das ist unser letzter Edelstein. Wir haben somit die letzte Herausforderung bestanden und werden nun unsere Zauberkräfte von Königin Daviana erhalten. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr alle drei eure königlichen Edelsteine bekommen habt. Wir sind ja so stolz auf euch. Und vor allem darauf, dass ihr das alles geschafft habt, indem ihr gelernt habt, zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir bekommen bald unsere Zauberkräfte. Okay, lass mich sehen. Und nun die andere. Jetzt zeig mir beide auf einmal. Das mag ich. Gute Arbeit, Flap. Das sieht toll aus. Ich hoffe, du hast mehr als das eingepackt. Du hast uns gebeten, 50 Säcke mit köstlichen Kastanien zu packen. Wir haben den ganzen Tag damit verbracht. Es ging schnell. Ich habe sie gewogen und Flick hat sie gestapelt. Es ist Flick, nicht wahr? Flick! Als ich sagte, hau rein, meinte ich das Beladen des Wagens, nicht deinen Magen. Tut mir leid, Danessa. Wir sind hinterm Zeitplan. Flick, wir haben noch einiges zu tun. Mal wieder. Sprint! Sag
mir bitte, dass das Chaos vom letzten Jahr nicht schon wieder ausbricht. Du hast recht. Solange Bree das Sternmobil zum Laufen bringt, wird alles gut und niemand muss sich Sorgen machen. Glitzerchen, Kerzen fertig, Twist? Ja. Der Moment der Wahrheit. Mal sehen, ob das schimmernde Schneeflockensternenmobil jetzt bereit zum Abrocken ist. Na los! Was ist denn los mit dir, du blödes Ding? Das gibt's nicht! Wir werden nicht einfach aufgeben, Genesse! Oh nein! Na los! Das nenne ich ein festliches Transportmittel! Wow! Unsere Freunde nehmen die Aufgaben wirklich ernst, Sprint. Vielleicht sollte ich mich ein wenig beruhigen. Oh, danke an alle, die im Planungskomitee der schimmernden Schneeflocken-Sternenshow sitzen. Ja. Ich habe viel von euch abverlangt, aber ihr habt mich nicht enttäuscht. Felicity, ich weiß, du hast dein Bestes gegeben. Halt, wo ist Felicity? Köstliche Kastanien im Anmarsch! Oh, danke, ihr zwei. Sprint, streiche Snacks von der Liste. Und damit haben wir alle Punkte auf der Strategie- und Planungscheckliste für die schimmernde Schneeflocken-Sternenshow abgehakt. Oh, die funkige Festbeleuchtung. Oh nein. Ich habe mich so sehr um die Aufgaben der anderen gekümmert, dass ich meine vergessen habe. Sprint, ruh deine Hufe aus. Diesmal laufe ich. Entschuldigung. Ja, vielen Dank. Weißt du, Twist, ich habe das Gefühl, ich stehe wieder nur im Weg. Wir brauchen auch einen Platz. Hey, Paulina und Felicity, braucht ihr vielleicht Hilfe? Nein, danke. Okay. Peter, kann ich dir helfen, den Seil zum Leuchten zu bringen? Das weiß ich zu schätzen, Bree, aber er leuchtet doch schon hell genug. Genesse, warte. Du hast diese Blume vergessen. Wow, pass auf, Flick. Ach so, du willst helfen. Das ist ja wunderbar. Ich habe genau die richtige Aufgabe. Sie ist sehr wichtig. Aber ich denke, ich kann sie dir und den anderen Tierfreunden anvertrauen. Ich bin bereit. Du kannst die Lichter aufhängen. Ja, verlass dich auf mich. Das wird der königlichste Ball, den wir je hatten. Und definitiv der glitzerndste. Hä? Habt ihr das gehört? Was denn? Das! Oh, das ist wahrscheinlich nichts. Das hört sich für mich nicht nach nichts an. Oh nein! Oh, da hängen wohl zu viele Dekorationen. Ich glaube nicht, dass die Decke alles halten wird. Vielleicht können wir ja was dagegen tun. Es ist zu spät. Oh nein! Die Decke ist eingestürzt. Die ganze Dekoration war viel zu schwer. Wir haben den königlichen Saal wohl zu königlich geschmückt. Der Ball ist schon morgen. Was machen wir jetzt nur? Das ist so schön. Wir müssen den Ball absagen. Ja, ohne die Dekoration kann doch kein Ball stattfinden. Und welcher königliche Ball hat bitte ein Loch in der Decke? Oh, ich habe eine Idee. Sollen wir vielleicht wegziehen, unsere Namen ändern und ein neues Leben beginnen? Wie wäre es, wenn wir etwas Glänzendes hätten, etwas Glitzerndes und etwas, das jede Ecke des Raumes mit kleinen Regenbogen schmücken würde? Das wäre wundervoll. Aber wie sollen wir das machen? Wow. Oh, ist das zauberhaft. Wow, Bree, wie hast du das nur gemacht? Ich habe wirklich sehr hart an meinen Architektur- und Designzaubern gearbeitet. Und jetzt, wo das Regenbogenportal dauerhaft geöffnet ist und wir unsere Kronen haben, funktionieren unsere Zauber. Das ist wunderbar. Bree, du hast den Ball gerettet. Du bist die Heldin des Tages. Mach dich auf die
die Kitzelattacke gefasst, Rose. Kitzelattacke! Er ist wieder heil. Wir haben es geschafft. Und zwar gemeinsam. Als Freunde. Ja! Wow! Unser Edelstein. Aber wir haben doch gar kein Rätsel gelöst. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt soeben eure erste Aufgabe absolviert. Hä? Den Zauberstab kaputt machen? Nein. In einer klebrigen Situation als Freunde zusammenzuhalten. Oh! Ja, da habt ihr recht. Vielleicht fand die Königin es auch gar nicht so schlimm, dass er kaputt war, denn jetzt, dank Rose, ist er wieder glitzeriert. Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Aufgabe. Ihr habt auf dem regenbogenbedeckten Weg euren ersten Edelstein bekommen. Schon bald erhaltet ihr eure königlichen Zauberkräfte von Königin Daviana. Wir haben unseren ersten Edelstein bekommen und neue Freunde gefunden. Ich bin ja so aufgeregt. Ich auch. Wir halten so fest zusammen wie Glitzer. Seid ihr bereit für eure nächste Aufgabe? Ich hoffe, es hat was mit Schwimmen zu tun. Oder mit etwas richtig Lustigem. Die nächste Aufgabe ist voller Kurven und Wendungen. Aber auch Regenbögen. Oh, na klar, Regenbögen natürlich auch. Mit ganz vielen Regenbögen. Dies ist der königliche Regenbogen-Hindernislauf. Lauft ihr durch diesen glitzernden Parcours und überquert die Ziellinie, erhaltet ihr euren zweiten Edelstein. Ja! Ich kann es kaum erwarten, über jede Hürde zu fliegen, die mir in die Quere kommt. Ich bin Feuer und Flamme. Das schaffen wir. Ganz leicht. Das wird mit Sicherheit sehr gut klappen. Ich weiß, Rose. Ich auch. Es gibt nur einen winzigen Haken bei dieser super funkelnden Aufgabe. Um dieses Rennen für sich zu entscheiden, müsst ihr alle ab sofort eure Tierfreunde tauschen. Tada! Was? Ihr meint, ich soll diesen Parcours ohne Gleit machen? Ganz genau. Seid ihr bereit? 3, 2, 1, tauscht! Hallo Gleit. Du bist süß, aber auch etwas glitschig. Oh nein! Hallo Wingly. Ich freue mich, mit dir zusammenzuarbeiten, aber... Ich habe eine Idee. Konzentriert euch auf Königin Daviana. Fühlt sie in eurem Herzen. Ich glaube, ich spüre was. Ich kann ihren Mut fühlen. Und der feuert mich an. Ihre Hoffnung, die beflügelt meinen Geist. Ich spüre ihre Weisheit, die uns führt. Und ich spüre ihre Freundlichkeit. Sie ist so stolz auf uns. Sie weiß, dass wir hier sind. Es funktioniert. Seid ihr alle in Ordnung? Wo sind Gracie und Königin Daviana? Seht! Das Portal war aber eben noch nicht da. Schnell rein, bevor es sich schließt. Willkommen zurück, Zauberanwärterinnen. Ich grüße euch, Freunde aus Wunderwald. Königin Daviana! Bitte, erhebt euch. Ihr habt heute genug durchgemacht und müsst euch nicht mit Formalitäten abmühen. Ich bin verwirrt. Heute sollte unsere königliche Zauberzeremonie stattfinden. Das war die Zeremonie. Die königliche Zauberzeremonie ist nicht etwas, das ich für euch mache, sondern etwas, das ihr für euch tut. Der Kristall, den ihr in der Kammer aufgeladen habt, war ein Kristall voller Zauberkräfte. Verstehe, du meinst, wir haben unsere eigenen Zauberkräfte freigesetzt? Ganz genau. Aber um der Tradition willen, machen wir es nun offiziell. Ich, Königin Daviana von der Königinneninsel, Herrscherin über alle Enchantimals, etc., etc., ernenne euch hiermit alle zu königlichen Enchantimals. Gutherzige Mora Mermaid, wo immer du schwimmst, mögen dir stets freundliche Gezeiten folgen. Diana Dragon,
Welche Stürme auch kommen werden, mögen Weisheit und Geduld deine ständigen Begleiter sein. Paulina Pegasus, deine immerwährende Hoffnung und dein grenzenloser Enthusiasmus sollen ein Leuchtfeuer der guten Laune für alle sein. Und zu guter Letzt, Fallon Phoenix, mögen dein großes Mitgefühl und dein Mut für immer deinen feurigen Geist nähren. Und nun wollen wir feiern! Das ist ja so peinlich. Ich habe noch nicht mal angefangen zu tanzen und ich hyperventiliere. Ganz ruhig, atmet alle tief durch. Wir schaffen das. Okay. Ich atme. Vielleicht werde ich gleich ohnmächtig, aber ich atme. Okay, gehen wir hinein und versuchen, ruhig zu bleiben. Tut mir leid, vielleicht ist Atmen doch nicht die Lösung. Sie wollen, dass wir tanzen? Wir haben also gar keine Wahl. Ich bin so nervös, dass mein Geweih schon anfängt zu schwitzen. Wir brauchen nur Mut und etwas Glitzer. Sie zählen doch alle auf uns. Komm schon, Petter, du kannst gut tanzen und wir lernen schnell dazu. Okay, okay. Nicht immer, aber meistens schon. Also, wieso nicht diesmal? Ja, aber ich bin keine klassische Tänzerin. Versuchen wir es wenigstens. Oder willst du dich vor allen Leuten hinstellen und sagen, dass wir keinen Tanz haben, weil wir zu ängstlich waren, es zu versuchen? Oh nein! Das wäre schlimm! Wir müssen es probieren. Aufgeben ist keine Option. Also? Naja, ein paar Ideen hätte ich schon. Ich war sogar einmal in einem Ballettkurs. Das ist toll! Wir brauchen auch mal die Ratte! Ja! Hört genau zu! Wir machen den besten Tanz der Welt! Fünf, sechs, sieben, acht und eins und zwei und drei und streck! Und fünf und sechs und sieben und drehen! Ups! Und eins und zwei und drei und hopp! Entschuldigung! Das läuft doch super, Mädels! Hey! Au! Und fünf und sechs verbeugen! Ja! Was zum Immergrün! Tut mir leid! Oh, ich kann es einfach nicht! Ist schon gut, Danessa. Wir werden einfach weiter üben. Nein, nichts ist gut. Ich kann so viel üben, wie ich möchte. Und trotzdem sieht es so aus, als hätte ich zwei linke Füße. Ach, wir sind eben nicht königlich. Machen wir uns nichts vor. Wir werden es niemals schaffen. Königlich. Das ist es. Das ist genau das Problem. Wir versuchen, königlich zu sein, anstatt einfach wir selbst zu sein. Das heißt, wir sollen aufgeben? Ich habe eine Idee und die ist einfach super glitztastisch. Also passt auf. Wir Na, das ist doch vielleicht mal ein Plan, der vielleicht aufgeht. Juhu! Ja! Oh nein! Okay, Wingly, Zeit, ein paar Blumen für Königin Daviana zu pflücken. Autsch! Die Blume hatte einen Dorn und das tut weh. Oh, weißt du was, Wingly? Ich glaube, ich weiß, wie ich unversehrt an sie rankomme. Diese Blumen nicht wunderschön? Weißt du, was noch viel schöner wäre? Noch mehr schöne Blumen! Und wir müssen sie nicht einmal tragen. Ich zaubere sie einfach in Königin Davianas Ankleidezimmer. Okay, dann geht's los! Es ist so nett von Königin Daviana, dass wir ihre verschiedenen Kronen anprobieren dürfen. mit welcher sollen wir jetzt anfangen, Gleit? Vielleicht... Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall sehr laut. Lass uns nachsehen. Ist das nicht hübsch? Das ist schon in Ordnung. Ich fege einfach alles zusammen. Hey, Besen! Sie
Weißt du, Glide, putzen kann super einfach sein, vorausgesetzt, ich darf meine Zauberkräfte einsetzen. Besen, los geht's! Ich nehme an, wir könnten bald Besuch bekommen, Roast. Das Regenbogenportal von Wunderwald zur Königinneninsel wird immer offen sein, genau wie die Königin gesagt hat. Super! Ich muss zugeben, ich finde es toll, dass wir jetzt so viel mehr Zeit zum Entspannen haben, seit wir unsere Zauberkräfte benutzen können. Ich glaube nicht, dass ich jemals wieder so etwas Lustiges für mich zaubern werde. Keine Ahnung! Puh, also, das hätten wir hinter uns. Oh, das hört sich aber gar nicht gut an. Fallon, Sunrise, habt ihr das Beben auch gespürt? Ja, allerdings. Hey, das ist aber ein hübscher Strauß. Ja, nicht wahr? Ich habe ihn selbst gezaubert. Man schafft einfach so viel mehr, wenn die Zauberei die ganze mühsame Arbeit für einen macht. Ich glaube, es ist vorbei. Was war das? Ich weiß es nicht. Die Königinneninsel verliert ihre Farbe. Habt ihr gerade gesagt, wir wären königlich? Ich meine, königinnenlich? Ja. Verbeugt man sich und knickst dann oder knickst man erst und verbeugt sich? Nur bei der Begrüßung der Königin. Es gibt eine Königin? Aha. Königin Daviana, sie ist wirklich sehr gütig. Elegant und doch stark. Geduldig und klug. Großzügig und freundlich. Oh. Und ihr seid alle Prinzessinnen? Wir sind königliche Zauberinnen in Ausbildung. Ich bin Fallon Phoenix. Mein tapferer Tierfreund Sunrise und ich sind für jede Herausforderung bereit. Mein Name ist Mora Mermaid. Meine BFF, beste Fischfreundin Glide und ich wissen, wie man hohe Wellen schlägt. Ich bin Paulina Pegasus, das ist Wingly und wir sind die verrückten Flieger. Die gefallen mir sehr. Meine Freunde nennen mich Diana Dragon. Diese Schlafmütze hier ist Steam. Und Roast kennt ihr ja bereits. Vorsicht, sonst brüllt Roast hier alles glitzeblank. Ich bin Felicity Fox. Das ist meine Tierfreundin Flick. Das sind unsere Freunde. Vanessa Deer, hi. Sprint, Green Bunny, Twist, Hatter Peacock, hi. Und Flap. Hi. Willkommen in Wunderwald. Übrigens, heute Abend ist die jährliche schimmernde Schneeflocken-Sternshow in Schneetal. Das ist das spektakulärste Fest, was es hier zu sehen gibt. Möchtet ihr vielleicht unsere Ehrengäste sein? Wir haben euch gerade erst kennengelernt und schon ladet ihr uns zu einer Party ein? Ich liebe Wunderwald. Und ich liebe Partys. Aber wir können nicht feiern, noch nicht. Ihr habt erwähnt, dass ihr unsere Hilfe braucht. Was ist los? Es geht um die Königin. Wir waren bei der königlichen Zauberzeremonie auf der Königinneninsel. Wir betraten den Thronsaal, wo sie uns die Zauberkräfte verleihen sollte. Doch ihr Thron war leer. Wir suchten sie überall. Doch dann entdeckte Rose den königlichen Spiegel. War die Königin bei ihrem Stylisten? Dieser Spiegel ist kein gewöhnlicher Spiegel. Er ist verzaubert. Die Königin kann damit ihr gesamtes Enchantimals-Reich sehen. Auf das Fürsorge und Freundschaft in jedem von uns weiterleben. Ich schätze, Privatsphäre ist hier ein Fremdwort. Roast war so aufgeregt, als sie Wunderwald sah, dass sie einfach in den Spiegel sprang und durch ein verzaubertes Portal fiel. Also deswegen ist Roast auf einmal mitten auf dem Weg aufgetaucht. Wir wussten zwar, dass der Spiegel andere Welten der Enchantimals zeigt, aber wir hätten nie gedacht, dass er ein Portal ist. Oh. Ihr habt also Königin Daviana nie gefunden und eure Zauberkräfte? Sie hat sie uns nie gegeben. Ohne sie sind wir keine große Hilfe. Hey, einen Moment mal. Wir haben sie doch schon. Und wir brauchen sie ganz dringend. Kommt ihr mit zur Königinneninsel und sucht mit uns unsere Königin? Natürlich tun wir das. Wir lassen nämlich kein Abenteuer aus. Willkommen bei der königlichen Zauberzeremonie. Heute ehren wir Paulina Pegasus,
Mara Mermaid, Fallon Phoenix und Diana Dragon. Ihr habt euch den Herausforderungen gestellt und eure königlichen Zauberkräfte verdient. Und jetzt ist es endlich soweit, ihr trefft Königin Daviana. Ich weiß, ich bin genauso aufgeregt wie du, Glyde. Ich kann es kaum erwarten, Wingly. Endlich kommt mein Knicks zum Einsatz, Sunrise. Whisk, es gibt nichts, wovor du dich fürchten musst. Sunrise ist unser Freund. Und jetzt, meine Freunde, ist es für euch alle an der Zeit, Königin Daviana zu treffen im königlichen Thronsaal. Königin Daviana ist nicht hier. Ich weiß nicht, wo sie steckt. Wie kriegen wir jetzt unsere Zauberkräfte? Haben wir irgendetwas falsch gemacht? Vielleicht befinden wir uns ja einfach im falschen Zimmer. Sie muss hier doch irgendwo sein. Kommt mit. Seht ihr in ihren Räumen nach. Ich werde Piola fragen, was zu tun ist. Es sieht nicht so aus, als ob irgendjemand hier gewesen wäre. Ich frage mich, ob wir uns unsere Zauberkräfte aussuchen oder ob sie das sogar für uns machen wird. Ich würde gern alles um mich herum in Regenbogenfarben färben können. Und ich würde gerne jedem das Gefühl geben, dass alles möglich ist. Oh, was ist das? Prost, bitte fass hier nichts an, ja? Die Königin kommt vielleicht jeden Moment. Wow, das hier vor uns muss der königliche Zauberspiegel sein. Wir haben schon von ihm gehört. Er zeigt uns die verschiedenen Gebiete des Königreichs. So haben wir einen Eindruck, wie Königin Daviana über ganz Immergrün blickt. Richtig, denn Freundschaft steht für sie immer an erster Stelle. Und ihr wisst ja alle, wie wichtig das ist. Der Spiegel, seht mal. Ist das Schneetal? Das ist Dschungelwald. Wartet, und ist das dort nicht Wunderwald? Oh mein Gott! Oh, was ist das? Halt, warte, Roast. Sei bitte vorsichtig. Das ist ein verwunschener Spiegel. Halt dich zurück und geh nicht zu nah ran. Wir wissen nicht, was... Roast, nein! Was war das? Petit, na los. Die Zauberanwärterinnen sind in Schwierigkeiten. Crystal, du glaubst doch nicht. Doch, das ist genau das, was ich denke. Sieh nur, sie müssen alle durch den Spiegel gegangen sein. Oh nein, das hätten sie auf keinen Fall tun dürfen. Das wird vielleicht noch alles ruinieren. Eben. Ich sehe schon, wie unser ganzer Plan im Bach runtergeht.